Was ist Pneumothorax? Pneumothorax ist der formale medizinische Begriff für eine kollabierte Lunge. Manchmal als spontaner Pneumothorax bekannt, kollabiert eine Lunge, wenn sich Luft in dem Raum um sie herum ansammelt. Die Behandlung dieses möglicherweise schwerwiegenden Zustands kann die Verabreichung von Sauerstoff und das künstliche Aufblasen der Lunge einschließen. Es gibt verschiedene Situationen, die zum Auftreten eines Lungenkollapses beitragen können. Verletzungen, einschließlich Brustverletzungen und Rippenfrakturen, können zum Lungenkollaps führen. Bestimmte Gewohnheiten und Aktivitäten können zum Lungenkollaps führen, einschließlich Rauchen, Tauchen und Fliegen. Personen, bei denen bestimmte Lungenerkrankungen wie Asthma, Tuberkulose und Mukoviszidose diagnostiziert wurden, können ebenfalls einen Lungenkollaps erleiden. Wenn eine Lunge ohne bekannte Ursache zusammenbricht, kann dies als spontaner Pneumothorax bezeichnet werden. In einigen Fällen kann eine kleine Lufttasche im Lungengewebe selbst, die als Blase bezeichnet wird, platzen. Die Luft, die aus diesem aufgebrochenen Sack austritt, kann dann in den die Lunge umgebenden Hohlraum entweichen. Die Ansammlung von ausgetretener Luft über einen bestimmten Zeitraum kann zum teilweisen oder vollständigen Zusammenbruch der Lunge führen, je nachdem, wie viel Luft gegen sie drückt. Menschen mit einem Pneumothorax können allmählich symptomatisch werden. Häufige Anzeichen im Zusammenhang mit einer kollabierten Lunge sind Atemnot und starke Schmerzen in der Brust, die mit Husten oder tiefem Atem einhergehen. Einige Personen können mit geringer Anstrengung leicht ermüden oder eine beschleunigte Herzfrequenz entwickeln. Zusätzliche Anzeichen können ein bläulicher Schimmer auf der Haut sein, der auf unzureichenden Sauerstoff, niedrigen Blutdruck und Engegefühl im Brustbereich zurückzuführen ist. Ein Pneumothorax kann normalerweise durch ein Stethoskop identifiziert werden, da Atemgeräusche abgeschwächt oder nicht vorhanden sind. Diagnostische Tests können durchgeführt werden, um zu bestätigen, dass ein Pneumothorax aufgetreten ist, und dessen Schweregrad zu bewerten. Eine Thoraxröntgenaufnahme kann durchgeführt werden, um festzustellen, ob sich Luft in der die betroffene Lunge umgebenden Höhle ansammelt. In einigen Fällen kann eine arterielle Blutgasanalyse durchgeführt werden, um den Kohlendioxid- und Sauerstoffgehalt im Blut zu messen. Die Behandlung einer kollabierten Lunge hängt vom Ausmaß des Kollapses und der allgemeinen Gesundheit des Individuums ab. Wenn der Kollaps klein ist, kann er überwacht werden und unabhängig heilen. Personen, deren Lungenkollaps als mild gilt, können zusätzlichen Sauerstoff erhalten und anweisen, sich auszuruhen. Luft, die sich im Raum um die Lunge angesammelt hat, kann mit einer Nadel entfernt werden, um den äußeren Druck zu verringern. Diejenigen, die einen nahezu vollständigen oder vollständigen Lungenkollaps erleben, müssen möglicherweise einen Brustschlauch anbringen, um die austretende Luft abzulassen. Zwischen den Rippen in der Nähe der Lungen positioniert, kann ein Brustschlauch für mehrere Tage an Ort und Stelle bleiben, was einen längeren Krankenhausaufenthalt erforderlich macht. Zusätzlicher Sauerstoff kann verabreicht werden, während der Brustschlauch die Wiederausdehnung der betroffenen Lunge fördert. In schweren Fällen eines Pneumothorax kann eine Lungenoperation erforderlich sein, um den Kollaps zu korrigieren und ein künftiges Wiederauftreten zu verhindern. Die Prognose eines Menschen hängt vom Ausmaß des Lungenkollapses und seiner Ursache ab. Bei Patienten mit Pneumothorax in der Vorgeschichte oder bei Rauchern besteht ein erhöhtes Risiko für einen zukünftigen Lungenkollaps. Komplikationen, die mit einem Lungenkollaps einhergehen, umfassen einen wiederkehrenden Kollaps und Schock.